bin die Heike Gorell, bin Stationsleitung auf der Kardiologie in Bietigheim, bin seit 1996 Stationsleitung hier im Haus und seit 27 Jahren hier tätig. Ich habe hier nach dem Examen angefangen und habe mir bewusst ein kleineres Haus ausgesucht, weil ich auch ein sehr kleines Haus gelernt habe und fühle mich hier einfach wohl, weil es familiär ist. Ich habe von Anfang an ein bisschen mitgestalten können, habe ja auch relativ früh dann die stellvertretende Position übernommen und die leitende Position und das lag mir einfach und es hat mir Spaß gemacht. Ich stehe immer im Kontakt mit den Ärzten, wir tauschen uns aus, wir machen morgens diese gemeinsame Übergabe und sie sind ja auch ein großes Stück weit darauf angewiesen. Mein Motto ist immer, behandel dein Gegenüber so, wie du selber behandelt werden möchtest, den Patienten mit dem gebührenden Respekt und auf die Bedürfnisse eingehend, auch im Team untereinander, das ist mir schon wichtig. Ich kann auch nicht von jemandem was erwarten, was ich selber nicht vorlebe. Also deshalb versuche ich auch im Team in den Abläufen mit dabei zu sein, in den Tagesabläufen. Also ich ziehe mich nicht komplett raus aus dem Alltagsgeschehen, einfach um zu zeigen, dass ich da auch mit dabei bin und auch weiß, von was ich rede. Vorbildfunktion ist ganz groß. Meine beiden Jungs haben hier ein Praktikum gemacht und dann erinnert man sich nochmal dran. Ja, weil, dass man da noch mal ein bisschen behutsamer umgeht, wenn jemand neu in diesen Alltag hier eintrifft. Den Auszubildenden wird natürlich schon auch was abverlangt und man fördert sie, aber man fordert sie auch. Ich glaube, ich bin gut im Organisieren, in Abläufen, mich selber zu hinterfragen und das Team mit ins Boot zu nehmen und das Ganze zum Positiven zu gestalten. Und das macht es natürlich spannend und abwechslungsreich, stellt einen allerdings auch ein bisschen vor Herausforderungen, das richtige Mittelmaß zu finden. Letztendlich sind die Dankbarkeit von Patienten, die geäußert werden, das, warum man den Beruf macht. Ja, das ist der Moment, wo du hier rausgehst und denkst, du hast einen guten Job gemacht. Meine Entspannung ist mein Garten. Da kann ich Vollgas geben oder relaxen. Das kann ich mir dann raussuchen, wenn ich nach Hause komme. Es ist anspruchsvoll, man hat sehr viel Verantwortung. Es wird Flexibilität, Spontanität erwartet und kein Tag ist wie der andere. Man langweilt sich nicht, man lernt dazu, man hat viel mit anderen Berufsgruppen zu tun. Also von dem her kann ich trotzdem nur sagen, der Beruf ist auch spannend und aufregend und toll.